Hallo liebe Plinkerfreunde, ich bin's der Plinker und ihr habt wieder alles richtig gemacht, denn ihr seid auf meinem Kanal gelandet. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir einen sexy Drehteller für den Kanal zugelegt. Ich hoffe, er brummt ein wenig, naja, er läuft halt. Ja, ich hoffe, dass man das Brummen nicht allzu sehr vernimmt. Aber worum es eigentlich geht, das wird euch natürlich mehr noch interessieren. Und zwar habe ich euch heute die Perfekta S3 mitgebracht und damit möchte ich ein Versprechen einlösen, was ich in meinem vorhergehenden Update-Video ja abgegeben habe. Denn ich habe gesagt, ich werde euch noch eine günstige Luftpistole im Preissegment bis 100 Euro vorstellen und das möchte ich heute einlösen. Wie gesagt, in diesem Review soll es um die Perfekta S3 gehen. Eine Luftpistole, ja, die man überall trifft und die sich, wie gesagt, unter 100 Euro bewegt. Was es mit dem nicht standardmäßigen Red Dot hier auf sich hat, aber auch mit dem, ja, Schalldämpfer, der hier liegt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wie schon kurz angerissen, findet ihr diese Luftpistole nahezu auf jeder Website im Netz. Ich habe nach 8-9 Websites, die Screenshots, die ploppen mir überall so auf, ja, habe ich aufgehört, danach zu suchen. Wie gesagt, ich habe sie überall finden können und das in einer Preisrange zwischen 60 und 80 Euro, was, by the way, ich dafür bezahlt habe. Lasst uns als nächstes ganz kurz zu den technischen Daten kommen. Erwähnen möchte ich hier, ja, dass sie ca. 35 cm lang ist, auf den Lauf entfallen glatte 18 cm und wiederum glatt bei dieser Knicklauf-Luftpistole. Wiederum glatt ist das Gewicht von einem glatten Kilo. Schauen wir uns die Luftpistole im Detail an, wie immer von hinten nach vorn. Ja, hinten sehen wir gleich als allererstes die Fiberoptik Kimme. Ja, diese grünen angedeuteten Fiberglasstäbe hier. Ja, und natürlich der Einstellmechanismus. Sie ist in der Seite und in der Höhe verstellbar. Das funktioniert allerdings ja nur sehr bescheiden. Ich hatte nach allen Einstellmöglichkeiten oder nach allen Einstellversuchen immer noch Tiefschüsse und das hat mich dann dazu geführt, ja, die vorhandene Visierung zu entfernen und gleich einmal, ja, ein Red Dot drauf zu montieren. Entfernen? Was wurde entfernt? Ich habe das Korn, jetzt springe ich mal gleich nach vorne zur Mündung, ich habe das Korn entfernt, denn, wie gesagt, durch diesen kurzen Lauf, 18 cm, und zum Spannen muss ich ja immer eigentlich hinter das Korn fassen. Ich will ja nicht drauf fassen und eventuell etwas verstellen, denn dann würde ich ja sofort daneben schießen. Ja, dadurch, dass ich so weit hinten anfassen muss, kann ich sie nur sehr, sehr schlecht spannen. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, okay, ich habe ja jetzt eh einen Red Dot drauf, entfernst du mal das Korn. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, naja, neben diesem Agentenlook, sage ich jetzt mal, ja, neben diesem Agentenlook, ja, kann man sie natürlich viel besser spannen, weil man jetzt direkt, ja, mit dem kleinen Finger, wenn ich jetzt hier mit links spanne, aber mit rechts wäre es ja auch so, ja, der kleine Finger, ja, schließt hier quasi direkt mit der Mündung ab und ich kann viel weiter vorne anfassen und sie viel besser spannen. Das schon mal in dieser Kombination ein riesen Pluspunkt. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Nur ganz kurz, der Body ist natürlich aus Plastik. Die Nähte, hier hat man sich auch gar nicht erst die Mühe gemacht, die Nähte irgendwie zu glätten. Anyway, das Griffstück finde ich ein bisschen special. Das finde ich für seine Länge, ist es aber nicht sehr breit. Also es ist zwar lang, aber dafür sehr schmal. Ich hoffe, man kann sie gut festhalten und wir finden hier genug Stabilität. Das werden wir uns aber anschauen. Ansonsten der Abzug aus Metall.
Die Perfekta S3 verfügt über keinerlei Sicherung. Bei mir ganz klarer Negativpunkt. Okay, ansonsten das System natürlich aus Metall und dann soll es das auch schon gewesen sein. Natürlich gezogener Lauf ist geschenkt und hier ein Keilverschluss, das ist aber alles Standard. Ja, von daher kommen wir auch gleich ja dann zum Schießen, das was ihr natürlich sehen wollt. Wie gesagt, mit meinem Red Dot unbedingt dazu nehmen, es muss auch nicht teuer sein. Ein 30 Euro Red Dot, so wie ich es hier habe, reicht völlig aus. Ja, und da werden wir dann die Leistung bestimmen, Abzugsgewicht und dann einfach noch ein bisschen blinkern. Blinkern werde ich dann schlussendlich auch mit dem aufmontierten Schalldämpfer hier, denn beim Entfernen ist mir diese Fräsung an der Mündung aufgefallen. Und ich hatte mal eine Zuschauerfrage, als ich das Video zur Ivy Mini Uzi gemacht habe, ob der Schalldämpfer nämlich zu entfernen ist. Und ja, da habe ich ihn entfernt und die Ivy Mini Uzi hat natürlich, dass der Schalldämpfer hier nicht irgendwie verdreht werden kann, hat sie genau diese Abfräsung auch. Und schlussendlich werde ich die Perfekta S3 dann in diesem Style schießen. Das, naja, ist nicht direkt, ich sag jetzt mal, ein Blinker-Mod, aber ich kann die Perfekta natürlich dann noch viel weiter vorne anfassen und noch besser spannen. Und dann macht sie nämlich noch viel mehr Spaß. Aber zuallererst werde ich sie so schießen auf dem Kroni, aber jetzt nicht länger schnacken. Let's go! Gut, da bin ich. Schutzbrille, natürlich immer ganz wichtig. Schutzbrille kann auch so cool hier oben bleiben. Ja, ansonsten, heute arbeite ich mit den X-Side Eakin 2. Ja, ich habe mal meine Blinking Diabolus ja ein bisschen verlassen. Ein Eakin rein. Das Gewicht ist eingestellt. 0,48 Gramm. Das ist rausgesprungen. Ich habe nicht kräftig genug zugemacht. Schnipp, da ist er drin. Red Dot, sodass wir ganz grob auf die Ente zielen können. Und dann würde ich sagen, erster Schuss. Joule. 1,98 Joule. Er baut leicht ab. 2,1. 2 glatt. Ja, was will man mehr? Okay, dann für euch wie immer zum Nachvollziehen, ja, was hier dieses Teil kann. Zack. Dann jetzt 5 Shots gemacht. Ist klar. 2,07 Joule. Das ist nicht prall. Und ca. 93 Meter je Sekunde. Okay, dann soll es das gewesen sein. 2 Joule, 2,07, naja, 2 Joule geschenkt. Ich würde sagen, ja, ich schieße mit meinem Agentenmodus direkt mal auf die 10er Ring. Let's go! Okay, eine 8, 6 Uhr, schalten wir noch ein bisschen höher an. Ich habe es hier mit diesem Red Dot auch nur ganz grob eingeschossen, also nicht ewig viel Zeit investiert, aber wie gesagt, das soll keine Ausrede sein. Ich halte 12 Uhr leicht drüber. Wow, wo liegt der denn? Meine Herren, also ein sehr, ja, überhaupt nicht konsistentes Trefferbild. Ich halte mal wieder Mitte an. Den habe ich nicht gesehen. Ich schieße einfach so lange, bis ich mal ein, zwei in der Mitte habe. Okay. 3 Uhr. Also es ist ganz schön, naja. Manche würden sagen, es ist ganz schön gesträuselt. Na
Na, dafür lag der jetzt aber genau da wieder. Vielleicht muss er sich selbst erst finden. Ja, er schießt noch ein, zwei Mal, dann können wir uns mal... Es müssten jetzt einer aber drüber... Müssen jetzt 6 Schuss oder so gewesen sein. Machen wir noch 4, dass wir mal 10 haben. Oder 11, ist dann auch egal. Okay, eine 9. Na, noch 2. Dann haben wir mal hier einen Überblick, wie das Trefferbild so aussehen kann. Ich möchte meinen, das war wieder eine 8. Irgendwo auf 3 Uhr. Sehr durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, den sehe ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen plinkern auf die Wildschweinrotte. Der ist daneben gefallen. Kann passieren. Aber die Wildschweine werde ich jetzt ja im Plinker-Mod schießen. Das heißt, den Schalldämpfer von der Ivy Mini Uzi hier aufgesteckt. Ups. Ja. Jetzt müsst ihr mal weggucken. So. Der Bolus ist rausgefallen. Naja, gönnen wir uns einfach einen neuen. Dann schauen wir mal. Ah, der ging daneben. Hui. Nicht so cool. Ja, linke Wildschwein nach wie vor. Oh, Leute. Also hiermit tue ich mich echt schwer. Auch der dritte Diabolo, der hier runterfällt. Meine Herren. Okay, vielleicht liegt es einfach am Wildschwein. Das zweite Wildschwein von links. Er ist unten drauf gegangen. Auch diesem Wildschwein werde ich ja noch einen Diabolo widmen. Ein bisschen drüber halten. Da fällt es um. Wow, kleiner Erfolg. Naja, ich weiß schon, was das hier im Fazit wird. Das Wildschwein rechts der Mitte. Ah, Leute. Auch hier gibt es noch einen zweiten Versuch, ist klar. Batz, ja. 2 Joule, hat es nicht geschafft. Da fällt mir ein, ich habe das Abzugsgewicht vergessen. Mache ich danach. Jetzt aber das ganz rechte. Oh, Leute. Immer 2 Versuche. Was ist da los? Naja, okay. 2 konnte ich legen. Ja, dann jetzt noch schnell das Abzugsgewicht und dann kommen wir zum Fazit. So. Auf Kilo. Ich cleare nochmal. Ready. Schutzbrille habe ich auf. Wunderbar. Wow. Circa 3,9 Kilo, ganz schön viel. Ja, jetzt habe ich nochmal gespannt. Einfach so, weil es so viel Spaß macht, macht der Gewohnheit, ja, durch diesen Schalldämpfer. Probieren wir noch ein bisschen einhändig zu schießen auf das rechte Wildschwein. Und noch einhändig auf das
linke Wildschwein. Ja, ich höre auf. Mehr ist hier heute mit der Perfekta S3 nicht drin. Ich komme direkt zu meinem Fazit. Mein Fazit zur Perfekta S3. Die Perfekta S3 verfügt über keinerlei Sicherung. Plastik, sage ich mal, wohin das Auge schaut, aber das ist vielleicht in der Preiskategorie ja nicht anders zu erwarten. Aber ja, das Auge schießt mit, sage ich mal. Man macht sich nicht die Mühe und glättet hier irgendwelche Nähte. Die Visiereinrichtung ist von Haus aus schlecht. Sie ist auch schlecht spannbar, finde ich zumindest. Sie hat wenig Energie. Ihr habt es gesehen, 2 Joule, das ist nicht gerade prächtig. Dazu kommt ja ein sehr durchwachsenes Trefferbild. Aber auf jeden Fall liegen die Treffer ja hier so komplett drauf in diesem Oval. Ich habe ja bis auf diesen einen ja Versuch, es ein wenig besser zu machen, wo ich drüber gehalten habe, aber nicht viel drüber, ungefähr hier habe ich angehalten. Ja, gruselig, also sehr, sehr durchwachsenes Trefferbild, das muss ich schon sagen. Und zu guter Letzt habe ich hier während der Aufnahmen sogar Flugrost an der Unterseite gefunden. Schlussendlich, ja, wie bei mir üblich, ein Plinking Score. Ich hadere zwischen, naja, sagen wir mal 3 und 4 von 10 und möchte der Perfekta S3 ja hier mal, ich sag mal, noch mit allen Augen zu 4 von 10 geben, weil sie ja für diese Leistung ja noch relativ günstig ist. Punkt aus, wenn man sie denn für 60 statt wie ich für 80 Euro irgendwo schießen kann. Okay, ja, das soll es wie gesagt zur Perfekta S3 sein. Sie ist meiner Meinung nach die klassische Bleispritze für den Garten. Das bedeutet, da hinten wieder Dosen aufstellen oder irgendein anderes Holzziel, wo ihr einfach nur drauf schießt, ein, was weiß ich, ein etwas größeres Stück Holz, was dann, was weiß ich, nach hinten umfällt, wenn ihr es trefft. Irgendwie sowas, dafür ist sie gut. Ansonsten, für mehr ist sie, glaube ich, auch nicht gedacht und für mehr kann man sie auch nicht verwenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder sogar über das höchste Lob ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß an der Line of Fire. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.